Ja, moin Leute, mal wieder herzlich willkommen aus der Partygarage. Ich stelle gerade fest, man sieht nichts. So, ja, was soll ich sagen? Es wird heute, ich sag's mal vorsichtig, eine neue Ära eingeleitet. Wir haben nämlich neues amtliches Material tatsächlich mal bekommen. Oder vorab mal eben sind auch gerade die vier Behringer rausgegangen. Ich habe jetzt fast alles verkauft, sprich die vier Behringer sind weg, die beiden Master Audio sind weg und dafür sind jetzt diese guten Stückchen gekommen. Der Kenner wird schon wissen, worum es sich handelt. Also, wir haben hier den B&C 18 SW100 mit sage und schreibe 1500 Watt RMS und 12,5 mm X-Max. Das sind so die Kerndaten, die wirklich prägend sind, sage ich mal. Aber mal gut das Doppelte noch an linearen X-Max vorgemerkt gegenüber dem 18-500er. Ja, den packen wir jetzt zusammen aus und die kommen dann vorerst zum Testen in die LBHs. Der erste sitzt auch schon drin, habe ich gerade reingefriemelt. Jetzt kommt gleich Nummer 2 und dann dürfen wir uns auf ein paar richtig satte, knackige Soundchecks freuen. Jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen Nahansicht von dem Treiber und dann gucken wir mal. So, auch Treiber Nummer 2 ist ausgepackt und ich muss sagen, das sind wirklich Prachtexemplare. Also auch so gerade mit Neodym, das sind meine ersten Treiber mit Neodym. Ist schon irgendwie witzig, dass da wirklich kaum noch was dran hängt hinten. Ja, qualitativ gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist wirklich ein Prachtexemplar, kann man wirklich nur sagen. Die Pappe ist auch extrem fest. Also du merkst wirklich, da muss Dampf hinter, damit da was kommt. Und ich kann euch versprechen, da kommt ordentlich was. Ja, das ist der gute Treiber. Das Zeug hier drauf, habe ich mir sagen lassen, ist wohl normal. Ich denke mal, damit das Ganze hier ein bisschen flexibel bleibt alles. Sieht aus wie irgend so ein Pulver, aber ist fest. Irgendwie so. Man könnte denken, es sind Klebereste, aber es soll so. Alles gut. Ja, schade ist natürlich, dass wir hier eine Flachsteckeranschlüsse haben, aber das ist wohl teilweise in dem Preissegment so, weiß ich nicht. Ist mir egal, kein Problem. Können wir gut basteln. Ja, dann wird der auch gleich ins LBH verfrachtet. Und dann werden wir mal gucken, was hier so mit zwei LBHs bestückt mit B und C so abgeht. Also, es soll wohl rechentechnisch ins Gehäuse passen. Ist aber natürlich nicht optimal. Das ist auch nur eine Zwischenlösung hier, muss ich gleich sagen. Möglichkeiten habe ich jetzt viele. Man könnte nachdenken über KS28 Nachbau oder richtig nette Bassreflexkisten, zwei Stück. Ziel ist dann mal auf 4 zu kommen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hier die ganze Ecke ist leer geworden jetzt. Ist auch eine kostenspielige Sache, deswegen habe ich viel verkauft und möchte jetzt darin gehen aufbauen. Und wir haben halt auch, ach, sieht wieder aus wie Sau heute, tut mir leid. Aber wir haben ja jetzt auch Leistung und Mast dafür, das ist halt das Gute. Die Lab macht 1300 Watt an 8 Ohm, könnte sogar noch mehr vertragen. Ich werde jetzt aber nicht gebrückt fahren, ich fahre einfach auf einen Kanal und dann schauen wir mal. Nicht zu vergessen, das ist auf der Welt geben, die nicht aus Stein sind. In deinem Inneren. Sehr gefährlich.
Ja, Freunde, jetzt hat sich doch noch ein kleiner Soundcheck ergeben. Ich habe morgen einen kleinen Gig, wo ich mal wieder die DB Technologies Operia 515DX mitnehme. Und ja, die hatte ich jetzt länger nicht im Einsatz, deswegen ja, einfach mal wieder getestet, mal angeschlossen. Hänge jetzt an der DBX dran. Und ja, zusammen mit der Toulon und den beiden B und C natürlich. Habe ich jetzt aktuell gerade so getrennt, da bin ich noch ein bisschen am Rumspielen. Das ist jetzt nur für mich, also morgen nehme ich nur die Tops mit, aber das wie gesagt zum Spielen. Da die Bässe habe ich aktuell, ach siehst du, da sehe ich gerade, da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. So, 35, ja. Geht jetzt von 35 bis knapp 90 Hertz und ja, die Flankensteilheit könnt ihr erkennen. Und ja, gehen wir doch mal rüber in einen kleinen Soundcheck. So Leute, die ersten Tests sind durch und ich bin wirklich durch und durch positiv überrascht. Es ist halt einfach geil, dass du so einen krassen Pegel fahren kannst. Die Treiber machen hier Hub wie Sau und du weißt halt, sie halten es aus auf Dauer. Das ist halt das Geile, ne? Also wirklich super. Ich weiß nicht, was da an Druck rüberkommt. Wirklich unnormal. Ich weiß nicht, ich hoffe, es kommt auf dem Video ein bisschen rüber. Wie immer Kopfhörer aufsetzen und versuchen. Ja, und jetzt kann sich dann Gedanken gemacht werden, was für Treiber oder was für Gehäuse es letztendlich wirklich werden. Das bleibt wie gesagt nur eine Übergangslösung. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass man das LBH drauf anpasst. Und dann würde ich mir wirklich komplett neue LBHs designen bzw. bauen lassen. Da werde ich mal ein bisschen Kontakt pflegen mit ein paar Personen, die sich da gut drin auskennen, wie man das machen könnte. Ja, das war jetzt erstmal der erste Test zu den 1500 Watt Basshörnern. Ist echt komplett krank. Ich denke mal, ich werde es mal irgendwie versuchen einzurichten, dass wir da mal Outdoor irgendwo mal eine kleine Sache fahren, einfach mal ein bisschen was aufstellen. Da brauche ich natürlich nochmal entsprechend denn eine vernünftige Spannungsquelle Outdoor. Aber das kriegen wir hin. Dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt immer fleißig dabei.